Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von .h. Jawohl, heute ist Folge 10 und ich muss gestehen, ich habe mich dazu entschieden, zwei weitere Folgen zu machen. Dann seht ihr jede Woche 6 Stück. Letzte Woche habt ihr schon 6 Folgen gesehen, diese Woche seht ihr wieder 6 Folgen. Und ich finde, 12 ist eine gute Zahl und ja, da haben wir einfach nochmal 2 Bonus-Folgen. Ich denke, das ist nicht verkehrt. So, du, junger Mann, hörst mal auf, da Feuer zu machen. Das will ich nämlich gar nicht. Du hast ja da schon einen Bonus gehabt. Du kannst stattdessen hier unten dir ein Blümchen verdienen. So, dann werden wir das hier nämlich mal abschwächen. Wir haben 6 Überschuss Natur. Warte mal. Jetzt haben wir 4 Überschuss Natur. Okay. Dann warten wir hier eine Runde ab und gehen nochmal ein bisschen für Improvement. Und schauen erstmal, was wir am dringendsten haben. Wir brauchen, und das hier ist definitiv dringend wichtig. Die Hühnchenbrennerei läuft auch, finde ich gut. Tomaten werden auch alle entsprechend gemacht. Genau. Die Häuser, die wollen wir upgraden für mehr Personal. Definitiv wichtig. Und du baust hier noch einen Tag den größeren Brunnen. Also ich sag mal, bisher alles richtig gemacht. Das mit den Fischen haben wir beim letzten Mal gesehen. Klappt irgendwie nicht so richtig. Jagen innerhalb von 2. Wir haben einfach keinen Bauplatz für Fische. Weil wir die Ressource, glaube ich, nicht haben. Soweit ich das richtig verstanden habe. Deswegen ist das mit dem Fischessen hier irgendwie ein bisschen komisch. Produziert von Barbecue Großer Birgel, verbraucht in Hütte Biber Gemeindehaus gemeinsamer Tisch. Schade. Ich weiß halt nicht, ob wir hier irgendwie. Können wir denn da. Nicht begehbar, Basis, Eigenschaften, Wasser, ne? Das sind die Biome quasi. Na gut, wir müssen damit leben. So ist es halt. So ist das halt. Gut. Holz machen wir zu basteln. Da ist einer drin. Da oben wird die Kupfermine gebaut. Die werden wir nur benutzen, wenn es wirklich Not am Mann ist. Hühnchen laufen quasi. Also ich meine, die Produktion von Hühnchen, die läuft. Wasser könnten wir natürlich jetzt hier mal einen reinsetzen. Der würde nochmal mehr Wasser machen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier setzen wir auch noch einen rein. Da haben wir ein bisschen Beeren. Ja, insgesamt macht sich das gar nicht so schlecht. 5 Runden, da haben wir gesagt, warten wir eine ab. Wir müssen die Häuser entwickeln, damit wir mehr Personal kriegen. Sehr gut, genau, hier wird abgegradet, hervorragend. Das ist vielleicht gar nicht so unwichtig für den Sommer dann. Können wir dann schneller dagegen wirken. Oh oh. Opa wieder, oder was? Ne, der Holzfäller ist schon wieder unterwegs, was passiert? Die haben da oben eine Prügelei, würde ich sagen. Komm her, komm her. Oh, jetzt prügeln die sich. Was ist denn das? Der ist geplagt. Uiuiui. Und der kriegt jetzt was? Ohrfeige. Bappo ist geplagt. Furchtbedrohung erhöht sich dauerhaft um 1. Deko beleidigte Bappo. Hass. Okay, alles klar. Beleidigungen entdeckt. Ein bisschen spät im Leben. Naja, gut. Was soll's? Jetzt gehen die erstmal alle schlafen, auch Bappo und Gecko, die sich gegenseitig ans Leder wollen. Was auch immer das für einen Sinn hat. Egal. Am Ende dieser Folge, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, erwartet mich, entschuldigt bitte, eine unfassbar leckere Pizza. Beruf ausbilden, was? Okay, pass mal auf, du musst mal hier weg, du bist ja geplagt, richtig? Wo ist denn unser Beruf? Wo ist denn unser... Hier, genau. Der muss den Beruf nicht ausbilden. Und jetzt müssten wir doch eigentlich... Warte, ist Bappo? Ist Rimmer? Wo ist denn unser Geplagter?
Da, Bappo, mach mal Schluss mit der Arbeit und geh mal und lass dich mal hier behandeln. Okay. Das ist bedauerlich, ne? Aber so ist das nun mal. Er muss jetzt hier jemand anders einspringen. Mit der Holzfällerhammer, damit wir das Ding hier fertig kriegen. Das hier ist fertig, das ist gut. Und hier werden wir nochmal nachjustieren. Und dann haben wir schon wieder alles an Material und Arbeitern verteilt. Ja. Ich habe ja letztes Folge schon mal darüber nachgedacht, ob wir den Baum hier nochmal erhöhen. Und ich finde das immer noch eine gute Sache. Wir machen das, wenn wir 24 Holz haben. Dann machen wir das nämlich gleichzeitig. Dann werden wir beide Hütten einmal komplett erweitern. Also hier Beruhigungsorte. Ja. Die werden wir dann richtig erweitern. Dann haben wir nochmal 50% mehr Forschung. Also anstatt 4 haben wir dann 6. Könnte man meinen, klingt nach wenig, aber egal. Also wenn wir 24 Holz haben, geht das in Produktion. Das müsste gleich soweit sein. Dann können wir die beiden nämlich gleichzeitig machen. Genau, so ist der Plan. Jetzt müssen wir uns hier nochmal drum kümmern. Wir haben 3 Überschuss Natur. In 4 Runden geht hier aber der Punk ab. Und hier ist auch schon wieder Action. Du brauchst 12 mehr Hoffnung für Gedöns. 1 von geplagt. Nee, nee. Wir behandeln den jetzt hier eine Runde, dann geht das. Ah, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich glaube, das läuft hier richtig gut. So, alle sind irgendwie lustig drauf. Jetzt kriegt jeder nochmal ein Würstchen und eine Tomate. Dann gehen alle schön ins Gemeindehäusle. Wieder. Ach, du ahnst es nicht. Ich sehe, dass wir verflucht wurden. Ein Omen kommt auf uns zu. Es wird was Schlimmes passieren. Ja. Opa, wieder echt, ey. Also. Was ist denn, was geht denn hier eigentlich ab? Das hier. Alter Verwalter, nicht. Nun gut, hier haben wir die Bedrohung wieder runter reduziert. Das ist gut. Das heißt, das werden wir jetzt hier erstmal abbauen. Das ist sehr bedauerlich. Da müssen wir den Zirkusstand ausbauen. So, und jetzt werden wir tatsächlich hier einfach mal, weil wir es können, dum, 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 wo ist das Ding hin? Hier. Den Beruhigungsort drüber wappen. Und hier das Ganze nochmal machen. Wir verlieren quasi dann 2 Runden lang das. Aber wir haben gerade entsprechend das Holz dafür. Warte mal, habe ich das jetzt falsch gemacht? Aufrüsten, ne? Ja, warte mal, habe ich das jetzt falsch gemacht? Es kostet nur 5 Holz. Na gut, bitteschön, dann nehmen wir nur 5 Holz, ja, das nehme ich. Ist das auf jeden Fall nochmal besser, das ist gar nicht so schlecht. Gut. Dann gucken wir uns nochmal an. Hier ist jetzt die Bedrohung quasi. Eins aus der Bedrohung heraus. Ich weiß gar nicht warum. Kataklysmus, weil irgendeiner beleidigt ist oder irgendwie sowas. Dann das mit der Plage hat auf jeden Fall aufgehört. Das ist schon mal gut. Haben wir noch Aufgüsse? Wir haben noch 2 Aufgüsse. Ich glaube, das können wir hier gar nicht erweitern, oder? Lass mich da nochmal gucken. Nee, der Altar ist der Altar, da können wir nichts aufbapsen. Wir haben hier noch 2 Überschuss, das ist gut. Hier haben wir noch 2 Überschuss, das ist gut. In 6 Runden geht hier irgendwas ab. Hier werden wir jetzt mal genau das machen. Alles gut. Da haben wir noch 3 über. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann geben wir einen hier rein für eine Tomate. Hier geben wir einen in Auftrag für noch eine Tomate. Machen wir noch Wasser? Ja, Wasser machen wir auch noch. Das können wir uns auch mal eine Runde sparen. Und dann können wir mal gucken. Das lassen wir vielleicht mal gerade mit dem Kupfer. Ja, das ist vielleicht gerade keine so gute Idee. Geben wir doch einfach hierfür ein paar Beeren. Weil wir es gerade können. Ja. Also, hier 2 Runden das machen.
Hier unten macht er so ein bisschen hierfür, damit wir hier mehr Überschuss haben. Für 3 Runden, man weiß nicht, was passiert, aber ich will da lieber auf Nummer sicher gehen. Das hier wird abgebaut, hier muss was Neues gebaut werden. Ja, da habe ich mich halt schon wieder vertan. Das ist... Wie habe ich da demnächst gelesen? Ne? Die Deutschen haben keine gute Fehlerkultur. Wir können nicht gut mit Fehlern umgehen. Wir sind so eine leistungsorientierte Kultur. Das heißt, wir müssen irgendwie alles auf immer 100.000% machen. Das ist eine ganz schlimme Angewohnheit. Also echt furchtbar. So, wartet mal. Hier. Also, wir können halt hier den Tisch, den habe ich jetzt zweimal gebaut schon, für 6 Holz. Der macht ein Essen, ein Wasser. Dann macht er 3 plus 2, also 5. Oder wir gehen hier für die Kunst. Da müssen wir einfach einen Pip ausbilden. Und der macht dann 4 plus 2. Das sind natürlich 6. Und wir sparen uns die Ressourcen. So, der muss jetzt aber 4 Tage daran arbeiten. Aber egal, was soll's. Das ist dann so. Ne? Das ist dann mal so. So, hier haben wir 5 Überschuss Natur. Hier läuft's. Hier, da könnten wir natürlich auch nochmal gucken. Ich fast geneigt, tatsächlich hier für die Heilung zu gehen. Ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und der Kalender sagt übrigens, wir haben jetzt gleich Jahreszeitenwechsel. Oh ne, warte mal. Oh, was sieht denn mein vertrocknetes Auge da? Der Herbst dauert einfach 45 Tage. What the heck? Okay, na gut. Das war mir nicht klar. Trotzdem in diesem Sinne, rein da. Ich bin gespannt, wie das im Winter mit der Nahrung sein wird. Jetzt haben wir ja tatsächlich gerade echt, ich sag mal nicht Überfluss, wir kriegen aber glaube ich doch viel dazu. Vielleicht sollten wir da noch ein bisschen mehr reinbuttern in die Nahrung. Ach, der Opa schon wieder! Ich sehe, wir sehen uns verwirrend, aber es gibt noch Hoffnung, wir können es bekämpfen. Glück, naja klar, na klar, Opa. Jetzt ist aber auch mal gut. Ich bin ja schon seit Folge 1 dafür, dass wir den irgendwie dass wir den halt, ihr wisst schon. Ja. Dass da einfach Ruhe ist mit dem Opa. So, hervorragend. Hier haben wir jetzt tatsächlich 50% mehr. Wir machen also 6 pro Folge. Hervorragend. Hier sind wir gut aufgestellt. Hier sind wir nicht so gut aufgestellt. Da müssen wir Feuer produzieren. Das können wir natürlich machen. Haben wir dafür keinen Arbeiter? Wer muss denn das... Kein Wächter verfügbar, dann muss aber doch einen Wächter geben. Irgendwo haben wir doch einen Wächter. Hier, du bist doch Wächter, oder nicht? Margo, bist du nicht Wächter? Margo, Wächter, ja. So, ich wollte es doch sagen. Okay. Also, diese beiden Posten sind gut belegt. Da haben wir auf jeden Fall immer Plus. Hier bei dem Medizinmann machen wir auch ein bisschen Plus. Haben wir sogar 6 Überschuss. Das heißt, wir lassen da nochmal einen raus. Haben wir noch einen Pip über. Wir gucken mal, ob wir noch was bauen müssen. Werkzeug könnten wir machen. Wir könnten aber auch... Was könnten wir denn sonst noch machen? Hanf könnten wir noch. Wir könnten noch Nahrung einbunkern. Das wäre gar nicht so eine schlechte Sache, glaube ich. Oder nochmal für Steine gehen. Steine haben wir auch keine. Wir tun die Berufe nochmal wegnehmen. Aufgüsse haben wir noch 2. Wir haben keine Steine. Komm, wir machen mal Stein. Wir haben ja jetzt, haben wir ja gerade gesehen, noch 14 Tage mehr Zeit für die Nahrung. Genau. Gucken wir mal, dass wir hier mal mindestens das eine Ereignis nochmal ruhig stellen, damit wir da einfach mehr haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft, das läuft. Ach, ist das schön. Und ich finde, die 2 Bonusfolgen, ich finde, die hat sich das Let's Play oder dieses Spiel auch verdient. Na, was passiert jetzt? Wo ist der Opa? Und? Da kriegen wir erstmal Punkte. Das ist gut. Da können wir uns wieder was freischalten.
Und da passiert mal sogar gar nichts. Okay, warte, Opa rennt. Der Opa rennt hier in der Mitte. Ihr Hühnchen seid verflucht. Nee, warte mal. Was? Ich mach doch nur Feuer. Vago glaubt, dass sie eine neue Methode gefunden haben, um Ziegel aus Steinen herzustellen. Sollten wir sie zulassen? Oder sollten wir nach mehr fragen? Sie aushören. Das Dorf gewinnt 10 Wissen. Ja, das Dorf verliert 2 Steine. Das Dorf gewinnt 8 Ziegel. Ich glaube, ich kann gerade mit denen hier, mit dem Wissen mehr anfangen. 10 Wissen. Bom, 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 bom. Mach die Hütten direkt fertig. Und das bedeutet, dass wir jetzt wirklich überlegen können. Ziegelsteinrezept. Einfallsreichtum. Das dort gewinnt 10 Wissen. Naja, gut. Heißt das, wir können jetzt 10. Wir können jetzt Ziegelsteine herstellen? So, hervorragend. Dann entlassen wir ihn hier vorne erstmal. Und das hätten wir schon mal bekämpft. Bekommen einige Wissen. Das heißt, wir haben noch nicht mal. Oh, eieiei, okay, aber da haben wir 10 Stück dazu gewonnen. Das ist natürlich gut. Das heißt, wir haben die 2x4 Runden, also 2x4 Wissen, was wir hier durch den Umbau verloren haben, schon wieder rein und haben nochmal plus 2. Ist ja hervorragend. Beerdigung. Will ich das freischalten? Nee. Will ich das freischalten? Ich tue mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Beerdigung bedeutet wahrscheinlich nur noch mehr Aufwand, nur noch mehr Steine im Weg und so. Da habe ich gerade nicht so Bock drauf. Lass uns mal überlegen, was könnten wir denn stattdessen tun mit unserem einen Pip, den wir über haben. Was kostet das eigentlich später? Holz. Holz haben wir richtig viel, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Hier kriegen wir nur 2. Mal gerade überlegen, was wir noch machen könnten. Beeren sammeln, oder? Ich meine, was anderes brauchen wir gerade tatsächlich nicht. Wir haben hier 4 Überschuss. Hier müssen wir noch 11. Ah, der braucht echt noch 2. Aber gut, da haben wir jetzt gerade mal keinen Stress. Also von daher können wir das so lassen. Wir warten auf die Hütten, damit wir dann mehr Nachwuchs produzieren können. Ich trinke mal gerade einen Schluck Wasser, liebe Freunde. Normalerweise trinke ich ja Tee. Was wir hier eingießen. Normalerweise trinke ich ja Kaffee oder Tee beim Spielen, aber jetzt gerade ist Wasser the way to go. Und Opa ist schon wieder an der Tour. Es besteht noch Hoffnung. Plus 7, alter Verwalter, alles klar. Plus 7. Okay, lass uns doch mal ganz kurz gucken. Ah, jetzt können wir hier Hütten bauen. Kostet uns 12 Holz. Oh, warte, was? Benötigt was? Benötigt Freizeit innerhalb von 2. Und Straße 1. Das heißt, wir können das nirgendwo bauen? Fragezeichen. Habe ich das mit der Straße verkackt? Steinpflaster. Kopfsteinpflastergelände. Moment hier mal. Baubar auf Lichtung. Terrains gebaut. Also genau, die kann ich auf Lichtungen bauen. Eigenschaftsstraße. Vergrößert die bebaubare Fläche für das Dorf. Nö, benötigt Freizeit. Ah, okay. Momentchen mal. Freizeit. Was ist denn hier Freizeit? Ist das Freizeit? Kunstkultur. Nö, ist keine Freizeit. Ist das hier Freizeit? Wächterdienste, Kälte, Pfütze. Ist das hier Freizeit? Auch nicht. Was ist denn Freizeit? Dienste ist es
alles nur Dienste hier. Wir haben gar keine Freizeiten. Naja, und Wasser ist ja auch keine Freizeit, ne? Kultur, Dienste, Behausung, Kunsthandwerk, Rohnahrung, Aufträge. Freizeit. A what? Der Tisch wäre ein... Okay, der Tisch wäre ein... Okay. Lass mich nochmal gucken. Der Tisch wäre tatsächlich Freizeit. Das hier ist Kunst. Vielleicht warten wir einen Moment lang ab, wenn das hier fertig ist. Ob vielleicht können wir das ja dann upgraden. Das wäre sonst echt blöd mit der Hütte. Freizeit, Freizeit. Wer braucht denn Freizeit? Vor allem können wir ja nicht überall diese Freizeithütten bauen. Ich meine, wir kämpfen hier ums Überleben. Ne? Da muss man jetzt nicht irgendwie Stress machen. Das haben wir im Griff. Hier könnten wir nochmal was reinbuttern. Na, wir gehen jetzt gerade eher für... Was machst du hier? Du sammelst Beeren. Lass das mal. Und geh mal hier anpflanzen. Du machst Feuer. Das geht auch. 3 Runden. Wir haben 10 Überschuss Hitze. 6 Überschuss Hitze. Also eine Runde kannst du dir das mal sparen. Und stattdessen vielleicht auch mal Tomaten-Dings machen. Okay, wir müssen uns was Neues zum Forschen ausdenken. Gehen wir nochmal fürs Gerstenfeld. Zum, ich weiß nicht was, 8. Mal oder so. Das scheppert natürlich gut rein. Das mit dem Stein ist auch gut. So, der Platz davon ist richtig gut. Fertig. Jetzt können wir natürlich gucken. Das wird wahrscheinlich was... Ach, das müssen wir noch ausbilden. Ich glaub's nicht. Ey. Dafür brauchen wir ein Werkzeug. Ey, glücklicherweise haben wir ein Werkzeug gemacht. Dauert 3. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig. Da haben wir natürlich wieder geschlunzt. Und wir machen hier nochmal ein Werkzeug. Alter Falter. Wir müssen auch neue Samen dran züchten. Ja, da denkt man, man sei so weit und hätte alles irgendwie im Griff und dann sowas. Das geht alles nicht, oder? Das ist ja echt crazy shit. Ich kann das halt nirgends bauen, weil hier überall Freizeit fehlt. Okay, wir haben 3 Leute, die Tomaten machen. 3 Tage für das... Eieieiei. Okay, wir lassen den Werkzeugmacher auch noch mal ein bisschen länger Werkzeug machen. Ne? Also hier kriegen wir jetzt gleich schon wieder auf die Kauleiste. 3 Tage, das heißt, wir würden mit einem Tag noch mal einen Tag abschmeißen. Oh, ich will es gar nicht... Komm, direkt weiter. Ich will es gar nicht ausrechnen, was da passiert. Wir sind auf jeden Fall in den Miesen. Einen können wir abfedern. Das ist okay, aber ihr seht ja. Und es war einfach der dumme... Also es waren mehrere Fehler... 14? Okay. Ja, es sind halt mehrere Fehler auf einmal passiert, dummerweise. Was war das? Der hat einen Pilz gegessen. Nein, du bist krank! Was ist das denn? Schlechte Hygiene. Oh, Theba ist krank. Hat sich die Hände nicht nach dem Pinkeln gewaschen. Stinkend Eigenart. Alles klar. Stinkend. Wir werden uns das mal angucken, was das bedeutet. Vielleicht können wir das ja auch noch mit dem Aufguss heilen. Forschung abgeschlossen. Gerstenfeld. Endlich. Nach hunderten von Jahren. Endlich mal das Gerstenfeld fertig. So. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Krank, was bedeutet das? Außer Kraft gesetzt durch nichts. Stand des Apothekers. Ah, wir müssen Stand des Apothekers bauen. Krankheit plus 1 jeden Tag. Kann nicht arbeiten. Hält 10 Tage an, deine Mutter.
Rülps, Entschuldigung. Das kommt von dem Wasser mit dem Sprudel. Nicht wundern. Okay. Wir haben 4 Überschuss Hitze. Ich gehe mir einfach da zur Vorsicht nochmal für. Jetzt haben wir 8 Überschuss Hitze. Jetzt haben wir da aber auch einen krank. Ne? Das ist natürlich bedauerlich. Und wir haben keine Samen mehr. Da müssen wir auch was tun. Und wir haben sehr viel Holz. Das heißt, der Holzarbeiter geht hier mal flöten. Das hier können wir gar nicht machen, weil wir da die Samen nicht für haben. Dann musst du hier mal Samen sammeln. Das ist echt bedauerlich. Das ist echt schon krass, ne? Also ich meine, die Hühnchenfarm will ich jetzt nicht unterbrechen. Das wäre wirklich krass. Wir könnten ihn wegnehmen. Wir könnten auch hier den Stein mal kurz pausieren. Da haben wir 4 gerade. Das ist, glaube ich, ist in Ordnung. Dann gehen wir auch hier nochmal für die Samen. Damit wir das haben. Und Stand des Apothekers, den können wir uns auch mal reinpfeifen. Stand des Apothekers haben wir nicht erforscht. Naja, das können wir jetzt. Windmühle. Hervorragend. Müller. Mehl. Das ist alles so schön. Wird das sogar angedingst. Die Freizeit immer von 2. Ja, das mit der Freizeit ist echt kacke. Also zumal ja irgendwie nur ein Dings da quasi Freizeit ist, ja. Kultur, soziales. Bis jetzt ist ja nur der gemeinsame Tisch Freizeit. Das ist natürlich. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Also. Plus 2, wenn soziales Gebäude innerhalb von 2. Gut, gucken wir nochmal nach dem. Hier stand es Hütte des Heilers. Moment mal. Nee, wir wollen den Apotheker. Wo ist denn hier der Apotheker? Hier, Stand des Apothekers, alles klar. Eine Runde dauert das. Und wir können mal gerade gucken. Wir brauchen. Opala. Produktion. Nee, wir wollen nur gucken, was das kostet zum Bauen. Ein Tag 4 Holz. Na, das kriegen wir hin. Gesundheiler, bla bla bla. Was braucht der dann? Der braucht Hanf und Wasser. Das kriegen wir hin. Das haben wir genug, glaube ich. Dann müssen wir den halt heilen, den Stand des Apothekers. Na, gucken wir mal, wo können wir den hinbauen? Der hat keine benötigte Gesundheit, Hersteller innerhalb von 1. Das ist ja quasi hier eher. Was passiert denn eigentlich, wenn wir das abreißen, demontieren, entfernt dieses Gebäude aus dem Dorf? Das wird einige Ressourcen einbringen. Eieiei. Probieren wir das jetzt aus. Also wir könnten den Stand des Apothekers hier hinbauen. Benötigt Gesundheit, Hersteller innerhalb von 1. Halt 2 kranke Pips mit Aufguss. Und du bist ja hier Gesundheitshersteller, ne? Gesundheitshersteller, ja. Okay, die Frage ist, wir machen mal Folgendes, wir machen mal ein ganz kleines Experiment. Wir speichern das mal eben. Wir können das gar nicht speichern. Hahaha. Okay, was passiert, wenn wir das wegmachen? Was glaubt ihr, was dann passiert? Ich meine, es nützt ja nichts. Wir müssen es mal rausfinden. Du bist da vorne krank. Müssen wir das hier noch machen? Ja, eine Runde müssen wir das noch machen. Pass auf. Dann machen wir mit dir das mal hier.
Also, wir gucken mal, was passiert, wenn wir jetzt das Schild wegnehmen. Wenn wir das Schild wegnehmen hier, kann es natürlich sein, dass hier der Einzugsbereich wegbricht. Dann müssen wir das nochmal aufbauen. Das wäre natürlich blöde, wenn wir einfach zwei Runden jetzt komplett verlieren. Alternativ, ich wüsste halt nicht, was wir alternativ machen sollten. Wir checken das. Okay, es scheint nichts zu passieren. Ah, Moment, da passiert gar nichts. Wir haben gewonnen. Weg damit. So. Hilda, Brunhilda kommt und verwünscht den Wald und sagt, oh, wir kriegen jetzt ein Holz dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100.000. Alles klar, 73 Holz. Oh, 12 Holz. Glück gehabt. Ja, offensichtlich ist das hier mit dem Apothekerstand gut, also das sieht gut aus. War schon abgeschlossen. Also das heißt, einmal so ein Schild gebaut reicht dann scheinbar. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich finde das okay. Zack, so. Da baut jetzt einer für 4 Holz. Holz haben wir gerade genug. Wir kriegen auch noch 7 pro Runde rein. Also da müssen wir uns mal gerade gar keine Gedanken machen. Ne? Hier pflanzen wir direkt mal wieder nach. Können wir nicht, weil wir keine Leute haben. Okay, machen wir mal ganz kurz weg hier. Du bist immer noch nicht fertig hier. Du brauchst immer noch einen Tag. Das ist sehr bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. Aber gerade haben wir auch nichts anderes zu tun. Also keine anderen Bedrohungen. Das ist jetzt die einzige Bedrohung. Das heißt, du bist auch nochmal befreit von der Arbeit. So, dann machst du da hinten mal die Dinger da rein. Essensmäßig sieht das gut aus. Machen wir einen Gewinn. Ich schwitze ganz schön. Das kann man ja nicht anders sagen, ne? So, das hier werden wir mal erforschen. Dann haben wir irgendwas, was noch wichtiger ist. Die Steinmetzhütte. Was haben wir denn hier? Die Werkstatt. Mit einem Werkzeugmacher könnten wir da... Was? An einem Tag? Oder an zwei Tagen... Mit 3 Holz. Wir würden einen Tag sparen. Naja, das ist jetzt nicht die schlechteste Sache. Was macht denn die Windmühle? Was macht denn er? Er macht hier dieses Gerst. Der macht Gerste. Und dann macht er daraus Mehl. Kann man Mehl jetzt essen? Ich denke nicht, oder? Der produziert Mehl. Und Mehl ist eine Zutat. Ja, das heißt, wir sind dann auch noch nicht fertig. Ne? Das heißt, wir müssen dann noch Brot machen. Ach, du ahnst es nicht. Feldfrüchte. Plus 1 für jedes Feld innerhalb von 1. Also sag mal, 4 nebeneinander wäre schon gut. Was machen wir mit Blümchen? Was machen wir mit Blumen? Blumenfeld. Weiß man nicht. Verbraucht in unbekannt. Ah, okay. Wir wissen noch nicht, wofür wir die Blumen brauchen. Verstehe. Dann lass uns doch mal für die hier gehen. Das Domestizieren von Krams ist vielleicht gar nicht so schlecht. Häutungsgestell. Das mit dem Fisch hat sich nicht ausgezahlt. Was haben wir denn hier mit dem Jägerhäuschen? Jägerhäuschen. Jagen Viecher innerhalb von 2. Ein Tag, ein Hühnchen, 3 Keulen. Ein Tag, ein Hühnchen, 3 Keulen. Verstehe. Kupfer. Das mit dem Kupfer ist auch noch nicht ausgearbeitet, glaube ich. Wo war denn das nochmal? Hier. Feuerstelle. Benötigt Bergbau innerhalb von 1. Zieht an Explosion. Braucht dann Kupfer und Holz. Macht Feuer und eine Kupferstange.
Machen wir mal. Das ist auch echt schwierig hier. Ihr seht, ich ignoriere hier gerade. Ach komm, wir klicken mal auf die Beerdigung, dann ist es halt so. Begräbnisstätte, Totengräber, trauernd, Grab, alles klar, hervorragend. Mit 9 VIP brauchen wir gar nicht. Wir brauchen auch keinen, wir brauchen wirklich gar keinen. Pass mal auf, ich will mal ganz kurz hier unten Freizeit eingeben. Kann ich hier Freizeit eingeben? Freizeit. Fleischertisch. Ein Fleischertisch ist Freizeit. Feuerstelle. Funktioniert nicht. Also gut, die Suche funktioniert schon mal nicht, das merken wir uns schon mal. Und zumindest nicht richtig gut. Oder ich kann es nicht richtig gut bedienen. Kann alles sein. Ignorieren wir mal. Ignorieren wir mal. Also, der baut das jetzt noch für einen Tag. Bist du denn immer noch nicht fertig hier mit deinem Tag? Ne? Das ist ja echt crazy. Okay, wir machen einfach weiter. Und dann ist die Folge schon wieder rum. Crazy shit. 9 und 10 haben wir damit und jetzt kommen noch 2 Bonusfolgen in Folge im Laufe dieser Woche. Ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Bock drauf. Ich hoffe, ihr guckt das. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Start ins neue Jahr. Ist ja schon die 2. Januarwoche, wenn ihr das hier seht. Aufgenommen ist das Ganze allerdings noch vor Weihnachten. Heute ist der 23. 16 Uhr. Ich mache mir jetzt eine leckere Pizza. Ich bin sehr gespannt. Und sehr hungrig. So, warum machst du nur 6? Bude des Artisten plus 2, wenn soziales Gebäude innerhalb von 1. Der macht nur 6. Ich brech ab. Ah, der macht 5. Okay. Und der macht der einen mehr. Das ist natürlich, ja, okay. Aber es wird jetzt hier für das Ereignis mal so gar nicht mehr helfen. Und die Hütte ist auch, da ist noch keiner ausgebildet für. Ich mach das mal. Das ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig. Ich überlege, ob wir irgendwas tun können, was uns wirklich hilft. Gerste. Hm. Können die Häuser nicht upgraden? Das ist ja echt crazy shit. Wir können die Häuser nicht upgraden und wir müssen hier auch langsam mal ein bisschen Gesundheit dazu packen. So, damit wir hier zumindest wieder auf ein positives Dings kommen. Ich denke, all das werden wir in der nächsten Folge machen. Für jetzt war es das erstmal. Ich danke mal wieder fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt den Januar, die Kälte, das Eis, das Wetter. Ach, alles. Macht's gut.